Dieses Ding hier, liebe Zuschauer, soll Wunder bewirken in Sachen Verspannungen. Wie das funktioniert, das erfahren Sie in den nächsten Minuten genau hier bei kurz vor 5 Ihrer Service-Sendung im rbb-Fernsehen, immer freitags und montags mit dem Sport. Ich bin heute in Berlin-Köpenick bei FHC Fitness an der Wuhlheide. Heute geht es um Faszientraining und wie Sie damit in Zukunft wesentlich entspannter durchs Leben gehen. Der Nacken schmerzt, die Muskeln verkrampfen. Jede Bewegung tut weh. Schuld daran sind laut neuer Studien oft verklebte Faszien. Dieses weiße, faserige Bindegewebe überzieht unseren Körper wie ein Netz. Hier sitzen unzählige Nervenenden und Rezeptoren. Entzündungen sind also besonders schmerzhaft. Abhilfe verspricht ein spezielles Training, zum Beispiel mit der sogenannten Black Roll. Ob das wirklich funktioniert und wie man die Faszien sonst noch trainieren kann, das testen wir heute. Jetzt stellen wir Ihnen diese Massagerolle mal ein bisschen genauer vor. Das macht Christian Blissel, Personal Trainer und Sportwissenschaftler. Christian, die ist ganz schön hart. Aus was für ein Material ist denn die? Ja, die ist hart. Die besteht aus hochwertigem Hartschaum und gibt es in verschiedenen Farben und auch Härtegraden. Also schwarz ist schon sehr hart, wie du es richtig gesagt hast. Dann gibt es noch die weiße, die ich jetzt hier habe, die ist sehr viel weicher. Und orange wäre dann halt super hart. Mit was fange ich an? Also je doller die Verspannung, desto härter die Rolle, oder? Also anfangen tut man immer mit einer leichteren oder mit einer weicheren Massagerolle. Insofern würde ich die weiße empfehlen, aber das muss jeder selber ausprobieren. Diese Massagerollen sollen ideal sein zur Regeneration der Muskeln und zur Lockerung der Faszien. Die Übung dazu, die zeigt Ihnen Christian gleich. Vorher erfahren Sie mal, was in Ihrem Körper so passiert bei diesem Training. Immer wieder faszinierend, das geheime Innenleben des Körpers. In diesem Fall das Bindegewebe, auch Faszien genannt. Eine netzartige Struktur, die dem Körper Form und Elastizität gibt. Wissenschaftler vermuten in den Faszien die Ursache von vielen Problemen rund um den Rücken. Es konnte gezeigt werden bei Rückenschmerzpatienten, dass die Faszien im unteren Rückenbereich eindeutig verdickt sind. Gleichzeitig konnte gezeigt werden, dass eine höhere Schmerzempfindlichkeit in diesem Bereich besteht. Faszien sind eine Art Verpackungsmaterial unter der Haut. Es ist ein faseriges Netz aus Bindegewebe, etwa 0,3 bis 3 mm dick. In dieser Darstellung gut zu erkennen als weiße Struktur rund um den Muskel. Doch wie können Therapien aussehen, wenn die Ursache für Schmerzen im Verkleben der Faszien vermutet wird? Rolfing ist eine Bindegewebetherapie, die lange Zeit in einer eher esoterischen Ecke zu Hause war, inzwischen aber wissenschaftlich begründet scheint. Was mich beeindruckt hat, sind eben diese täglichen Behandlungserfolge. Zum Beispiel bei Rückenschmerzen erleben wir jeden Tag, dass es den Patienten so viel besser geht, dass man es unter der Hand spürt, dass das Gewebe weicher wird, dass der Gang wieder geschmeidiger wird. Aber die Erklärungskonzepte, die wir Rolfer da hatten, sind einfach doch etwas dünn gewesen. Also dass es allein der Energiefluss ist, das war mir nicht ausreichend. Auch dank Robert Schleip weiß man inzwischen, Fasziengewebe wächst langsamer als Muskeln und wird deshalb oft überstrapaziert. Das Training sollte daher vielseitig sein, geradezu spielerisch. Weg von einzelnen Muskeldehnungsübungen hin zu Ganzkörpertraining mit rotierenden Anteilen. Das Umdenken in der Sportwissenschaft hat bereits eingesetzt. Jetzt lassen wir uns ein paar Übungen mal zeigen. Christian, das größte Problem bei vielen ist der Rücken vom vielen Sitzen am Schreibtisch. Welche Übung eignet sich da am besten? Ja, fangen wir mit dem unteren Rücken an, also mit der Lendenwirbelsäule. Gehen Sie mal bitte in den unteren Rücken. Ja, baut jetzt wieder Körperspannung auf. Nimmst die Hüfte leicht nach oben, spannst den Bauch an, atmest ganz locker und flüssig und rollst vor und zurück. Auch wieder eher im Zeitlupentempo. Mhm. Ja, und so sieht die Übung aus. Und was ist wichtig? Sie haben gerade gesagt, atmen nicht vergessen. Ja, atmen, ein gewisses Körpergefühl herstellen, auch mal in den Körper reinspüren, in den Rücken. Was tut sich da eigentlich in den Wirbeln und auf der Muskulatur? Und dann rolle ich ganz langsam vor und zurück. Wie oft mache ich das jetzt? Na, vielleicht eine Minute, vielleicht auch eine halbe Minute. Das sagt mir der Körper schon oder wenn ich merke, es tut weh oder es wird unangenehm, dann höre ich auf. Eine andere Übung, vielleicht für Läufer, die Waden da beanspruchen? Na, das sagst du schon, nehmen wir die Wade. Also genau das gleiche Prinzip. Daisy nimmt jetzt die Haarschaumrolle unter die Wade, nimmt leicht die Hüfte wieder nach oben, kann den Druck selbstständig variieren, indem sie das Bein auflegt auf die Wade oder auch abstellt. Und dann rollst du auch wieder vor und zurück. Ah, okay, das ist jetzt nochmal so eine extra Portion.
Das ist jetzt ein ganz kleiner höherer Schmerz. Mhm. Also die Belastung wird jetzt größer auf die Wadenmuskulatur. Und der Schmerz muss ich mal zusammenzucken. Also ich soll es nicht zu doll machen. Es soll so ein Wohlschmerz sein. Es soll nicht wirklich schmerzhaft sein, sondern es kann schon ein leichter Schmerz da sein, aber es soll dir nicht die Tränen in die Augen drücken. Okay, wie oft mache ich das jetzt in der Woche, damit es wirklich irgendwann hilft, damit die Verspannung weg ist? Also ich würde empfehlen, 2-3 Mal die Woche für den Anfang. Und wichtig ist auch nicht, dass man viel macht, sondern dass man es regelmäßig macht, dass man eine gewisse Routine sich erarbeitet und dann reicht das auch. Und das Tolle, es gibt sogar Alternativen, liebe Zuschauer, zum Beispiel einen Tennisball oder einen Golfball. Wie das funktioniert, das zeigt Ihnen Christian gleich nach unseren kurz vor 5 Wochen in Tipps. Am Sonntag wird in Rübezahl zum 8. Müggelseelauf eingeladen. Immer entlang am Ufer des Sees, den die Berliner liebevoll ihre Badewanne nennen. 10 Uhr erfolgt der Start für den Halbmarathon. Es werden auch Strecken über 5 und 10 Kilometer angeboten. Nachmeldungen sind ab 7.30 Uhr möglich. Ab Sonnabend präsentieren die BR Volleys ihren weltweit einzigartigen mobilen Volleycourt auf dem Alexanderplatz. Täglich von 11 bis 18 Uhr gibt es Turniere, Show- oder Schnuppertraining und Mitmachaktionen. Hochkarätiger Spitzensport findet am Wochenende in der Berliner Max-Schmeling-Halle statt. Zum 14. Masters der rhythmischen Sportgymnastik trifft sich ein Großteil der Weltelite und auch Sie können dabei sein. Für die Finals am Sonntag verlosen wir Freikarten unter 030 97 993 25 311. Muskeln regenerieren und Verspannungen lösen, das funktioniert mit dieser Massagerolle. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Christian, welche denn? Ja, zum Beispiel kann ich einen Tennisball nehmen, Golfball, die haben auch unterschiedliche Härtegrade. Und dadurch kann ich natürlich viel punktgenauer auch die Plantarfaszie, also im Fuß sozusagen, bearbeiten und den Druckpunkt ganz genau fein steuern. Sehen wir gerade bei Franzi, was bewirkt das dann im Körper? Ja, im Prinzip drücke ich auch wieder das Wasser aus dem Gewebe heraus. Also ich habe so einen genannten Schwammeffekt. Und das Wasser schießt nachher wieder ins Gewebe rein und wird dadurch geschmeidiger, das Gewebe, wenn ich nach der Massage fertig bin. Dieser hat jetzt so einen bestimmten Massagestab. Was mache ich mit dem dann? Ja, das ist das gleiche Prinzip. Also ich habe es nur sehr viel flächiger, also nicht mehr so punktgenau, sondern ähnlich wie bei der Blackroll oder bei der Massagerolle übe ich einen sehr viel flächigeren Druck auf den Fuß aus und habe genau den gleichen Effekt. Also im Grunde entscheide ich einfach, wie es mir angenehmer ist. Diese Massagerolle kostet so knapp 30 Euro. Wo bekomme ich die? Ja, im Internet, im Sportladen, im Sanitätshaus, also gibt es vielerlei Möglichkeiten, die Rolle zu beziehen. Dann sage ich vielen Dank an Franzi, Lisa, Daisy und auch an Sie, Christian. Liebe Zuschauer, falls Sie mehr Informationen haben möchten zum Thema Faszientraining, dann schauen Sie doch mal auf unserer Internetseite vorbei oder auf der rbb-Videotexttafel Seite 358. Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem entspanntes Wochenende. Bleiben Sie fit.